Das ist eine Sackgasse. Ganz eindeutig eine Sackgasse. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, wir laufen gerade wieder völlig zurück. Hier ist jetzt eigentlich auch schon wieder eine Sackgasse und ich habe auch gar keine Ahnung mehr, wo ich jetzt gerade eigentlich bin. Ich habe keine Ahnung. Ich komme wahrscheinlich nie wieder raus. No way. Und ich muss da jetzt rein, da ist eine Station. Hallo! Leute! Hallo! Hallo! Oh, hier ist es nass. Leute, nicht umfallen! Leute, heute sind wir im Maislabyrinth auf dem Brackwehler Spargelhof. Wir verlinken euch den Kanal. Wir verlinken Ich wurde geschubst, ich kann nichts dafür. Wir verlinken euch die Website auch in der Infobox. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Wenn ihr hier in der Nähe wohnt oder zufällig mal hier im Urlaub seid, dann könnt ihr hier unbedingt mal vorbeischauen. Ist echt cool hier. Sehr, sehr cool. Wir werden jetzt gleich in das Maislabyrinth hier hinter uns. Und wir machen das Versus. Wer als erstes rauskommt, hat gewonnen. Okay, also es läuft folgendermaßen ab. Wir gehen hier zeitversetzt rein. Jede Gruppe hat immer 3 Minuten Vorsprung vor den anderen. Und die anderen kommen dann hinterher. Das heißt, man sollte sich am Anfang schon beeilen, wenn man den anderen nicht helfen will. Sollen wir schon mal beginnen? Darf ich schon hier stehen? Dann fangt ihr an. Ihr müsst halt, stopp, halt! Ihr müsst eure Zeit. Claudio! Nimmt jede Gruppe selber die Zeit? Ja. Jede Gruppe muss selber die Zeit nehmen. Ach, es geht auch um Zeit tatsächlich? Ja, es geht um Zeit. Du musst mir folgen. Nö, ja, ich spaziere. Also schnell sein hilft hier. Okay, bereit? Ja. Okay, 3, 2, 1. Los! Okay, let's go! René, du guckst links, ich guck rechts, okay? Ja, an ihren Gummistiefeln aussehen. Du hast auch Gummistiefel an, Kati. Hä, guck mal, die haben sich schon verlaufen. Guck mal. Okay. Wir gehen rechts und dann. Okay. Weg waren sie! Was, wir müssen so bestimmte Orte suchen, oder? Hier, René. Das ist alles okay, sehr gut. Filmst? Ja, was? Stempel. Ja. Wir können auch nur Fotos machen. Ja, du machst immer Fotos. Ich hab okay. Das heißt, wir sind aber auf dem richtigen Weg. Ja. René! Komm! Los. Eva ist in meinem Team. Das Gute ist, Eva ist eine Maislabyrinth erfahrene Person. Ich weiß gar nicht genau, ich kann es mir gerade gar nicht so richtig vorstellen, wie das überhaupt geht. Ja, man sieht die Bäume immer, also du siehst immer, was drumherum ist. Siehst du, René, da drüben ist doch einer. Ja, da müssen wir hin. Ist das Nummer 5? Ja. Okay. Wir finden aber auch nicht nach Reihenfolge. Ja, es ist nicht schlimm. Ja. Wir finden das schon. Der Timer ist hier gleich abgelaufen. Ja. Das heißt, und dann nehme ich gleich starten. Ich hoffe einfach, ich werde mich da gleich nicht verlaufen, weil ihr seid wenigstens noch zusammen, aber ich bin dann gleich alleine. Zum Glück haben wir alle unsere Handys dabei und rufen uns an. Ja. Und so, ich bin hier irgendwo. Stoppuhr ist das nächste und die Stoppuhr läuft. Okay, dann start. Geht los, Kat. Okay, Stoppuhr läuft. Wir warten jetzt 3 Minuten, bis ich auch reingehe. Und ich hoffe, ich verlaufe mich da nicht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, dass ich hier alleine reingehe, weil ich bin doch der Riesenschisser. Ich habe doch total Angst vor allem Möglichen. Jetzt laufe ich gleich alleine durch das Maislabyrinth. So. Ey, super! Das ist Nummer. Wo steht das? Oh, guck mal, hier wäre man dann daher gekommen wahrscheinlich. Ja. 3. Das ist 3. Ich habe Foto gemacht, das ist erst Nummer 3. Das heißt, die Reihenfolge. Nummer 10. Ja. Übrigens sind hier direkt vor dem Maislabyrinth noch Bienenstöcke. Ist auch ziemlich, ziemlich cool. Ich glaube, hier summt es ganz laut rum. Ich glaube aber, die sind nicht mehr ganz so aktiv, weil es ja mittlerweile schon ein bisschen kälter wird. Aber ich werde jetzt hier gleich auch mal weggehen, damit ich die nicht störe. Ja, wollen wir hier lang? Wir können sie auch aufteilen. Nein! Wir teilen uns doch nicht auf! Oh! Das sagst du? Ja. Nein! Hier ist ein Buchstabe, Eva! Hey! Okay, das darf man mal ein K. Okay. Das ist nicht zugebaut, das schon. Also. Das heißt, wir müssen zurück und hier geht's nicht weiter. Wir müssen da einmal hin, wo wir auch rechtzeitig gehen können, weißt du? Ja. Ein Stückchen weiter vielleicht noch, oder? Wir haben die 10 gefunden. Wir haben die 10 gefunden. Yeah! So, Maislabyrinth jetzt. Das ist so ein Labyrinth, das ist so ein Spiel. Jetzt müssen wir da hinterherlaufen. Los, René, wir müssen uns beeilen. So, wir müssen nicht... Müssen wir nach rechts oder müssen wir nach links? Ich weiß es nicht. Schon wieder eine Abbiegung? Ach nein. Was machen wir? Wir sollen links gehen. Links, okay, wir gehen links.
Ich habe das Gefühl, ich höre da irgendwo, Claudio. Nächste, eieiei. Ich guck ganz kurz da. Ja. Ja, keine Ahnung. Wir machen es einfach, ist kein Problem, wir haben Zeit. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon so 3 Minuten drin, oder? Ja, ich guck mal auf die Uhr. Nee, ja, 2,5. Okay, also die letzten 30 Sekunden sind angebrochen. Und ich muss sagen, für mich ist das halt jetzt schon irgendwie total krass, weil ich finde alleine sein immer richtig schwierig. Ich kann nicht so gut alleine sein. Und jetzt stehe ich halt hier und ich höre sie einfach alle nicht mehr. Ich sehe nur diesen endlosen Mais. 3, 2, 1. Okay, dann gehen wir mal los. Ab ins Maislabyrinth. Das ist auch eine Sackgasse, oder? Das ist eine Sackgasse, ja. Dann hier weiter. Okay, also mir wurde gesagt, dass es hier eigentlich so relativ einfach ist, aber ich finde es schon nicht so einfach. Wir müssen eigentlich so 10 Stationen ablaufen, dann muss man da immer so einen Buchstaben finden und am Ende gibt es ein Lösungswort. Oh, ich bin über einen Maiskolben gestolpert, der auf dem Boden war. Ist ein Flugzeug über uns? Ja, hier gibt's alles. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, hier lang zu laufen. Wow. 2L. 2L, siehst du, das ist nicht nach Zahlen geordnet. Super. Machst Foto? Und ich habe auch das Gefühl, dass da das Maislabyrinth gleich schon endet. Da sieht man so andere Pflanzen. Ich glaube, das ist so Bambus oder so. Oder sind das einfach extrem hohe? Boah, jetzt. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt einfach irgendwas schon verpasst habe. So. Geht das nicht für ein Stempelkissen auch eigentlich sein? Ah ja, okay. Das kann man hier so hochklappen. Oh. Ums. Claudio! Ich hab 1. Sollen wir hier links mal rein? Ja. 2, 3, 4, 5. Ich hab 5 Buchstaben, das heißt plus 1, den einen von dir sind 6. Ne, du hast sogar 2, du hast 7 haben wir, glaube ich. Ich glaube, da kamen wir her, oder? Ja. Wir machen mal ein Foto davon. So. Und das mache ich jetzt mit allen Stationen so, bis ich hoffentlich. Ich hoffe nicht, das Lösungswort finde. Ich höre immer noch Claudio und Eva ist ziemlich schnell unterwegs. Ich habe zwischendurch jemanden getroffen, der hat gesagt, dass er die 10 noch nicht gefunden hat. Ich habe die 10 schon gefunden, tatsächlich. Meinst du dich da nochmal? Geh du dahin, ich gehe hin. Ja. Wir treffen uns. Claudio? Oh Mann. Und das geht ja auch noch. Oh Gott. Eine sehr, sehr anstrengende Challenge. René und ich zahlen uns die ganze Zeit auf. Wir suchen die ganze Zeit. Claudio? Ja? Wir hören dich. Ist mir egal. Es ist ihm egal. Ich glaube, es sind nur noch 2. Du hast 3 auf deinem Handy, oder? Ich glaube schon. Ich habe 5, das heißt, ja, 2. Aber ich finde, es war auch noch nicht wieder eine Abgabelung, ne? Nein, das war gar nicht. Ich bin irgendwo falsch gegangen. Hey, aber guck mal, hier sind wir doch eben nach links. Genau, aber wir sind nach links abgebogen eben. Das heißt, egal wo wir abgebogen wären, wir wären immer da hinten gelandet, ja, ne? Ich finde das doch total krass irgendwie. Irgendwie hat man so Zeitdruck und man weiß gar nicht, wo man hingeht. Also es macht total viel Spaß, aber es ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen bedrückend auch. Oh, ich höre auch Danja. Eva, hier. Hier sind jetzt 2 Abgabelungen. Das ist eine Sackgasse. Ganz eindeutig eine Sackgasse. Lass uns mal zusammenzählen, wie viele Buchstaben hast du? Das Problem ist, ich habe das Gefühl, wir laufen gerade wieder völlig zurück. Das ist schon wieder das M. Das hatten wir doch schon. Endlich mal wieder eine Station gefunden. Nummer 6. Ich habe lange keine mehr gesehen und hier ist jetzt eigentlich auch schon wieder eine Sackgasse und ich habe auch gar keine Ahnung mehr, wo ich jetzt gerade eigentlich bin. Ich glaube, von da kamen wir, ne? Ja. Hier war der eine Buchstabe, dann laufen wir jetzt hier weiter. Und dann gehen wir jetzt hier? Nee, das ist auch eine Sackgasse. Ich habe keine Ahnung. Ich komme wahrscheinlich nie wieder raus. Es lief am Anfang so gut für uns und jetzt sind wir irgendwie komplett auf dem Weg nach zurück, ne? Aber ich habe auch das Gefühl, es gab gar nicht viele Möglichkeiten, noch anders abzubiegen, ne? Vielleicht gibt es am Anfang eine Gabelung und da sind wir falsch gegangen. Ja. Wir haben uns tatsächlich verlaufen und das nach ungefähr 7 Minuten schon. Und wir waren hier überall schon, aber wir haben auch noch keinen Weg gefunden, den man anders gehen kann. Und wir fangen natürlich nicht an zu mogeln und laufen hier einfach irgendwo durch die Gänge, wo gar keine Gänge sind. Kamen wir von da eben? Nee, von da kamen wir nicht, oder? Von da kamen wir nicht. Guck mal, hier ist noch mal ein Weg. Ja, nehmen wir den. Okay, wir müssen noch eins finden. Wir brauchen schon, aber das kann ja noch kommen, ne? Ja. Oh, und da ist es. Wir sind ja eben irgendwie da lang. Ne, wir sind wieder am Eingang. Oh nein. Und wir haben dann ja nicht getroffen. Wie kann das sein? No way.
guckt euch das mal an. Und ich muss da jetzt rein, da ist eine Station. Oh Gott. Hier ist die 2. Hier muss ich nicht weiter, oder? Also hier ist es wirklich maximal gruselig. Ich guck euch um. Einfach. Ich kann schnell wieder Muskeln kriegen. Ich habe ein bisschen Angst hier. Warte mal, sorry. Wenn es da rausgeht, könnte ich mir nicht vorstellen, wo man ganz kurz hier eine Nummer gibt. Okay, wir versuchen es einfach nochmal von vorne. Wir waren gerade wieder am Eingang. Das ist eine Schlauch. Wir waren am Eingang gerade nochmal. Ja. Hier waren wir eben schon. Das I, das haben wir als erstes eingesammelt. Ich habe auch noch keinen von den anderen. Oh ne, hier war ich vorhin schon. Oh Gott, jetzt geht das los. Geht es hier einen Weg oder nicht? Ich war gerade schon wieder an der Stelle, wo ich schon mal war. Und das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Müssen wir alle Stationen. Oh, Vogel! Müssen wir alle Stationen finden, oder? Ich glaube schon. Okay. Ich oh, hier geht's leider raus. Zurück? Ja, aber. Zurück oder bleiben wir hier und finden das Wort raus? Ja, wir können erstmal ja, Wort rausfinden. Kathi. Wir haben uns verlaufen. Wir waren gerade wieder am Anfang. Mhm. Jetzt sind ganz viele Leute vor uns und es staut sich. Mhm. Aber vielleicht können wir uns an die Leute ein bisschen ranhängen. Aber die sind auch sehr langsam. Die sind sehr langsam und die werden vielleicht auch erstmal in der Sackgasse landen, in der wir ja, eben auch waren. Mhm. Und ich frage mich, wie es René und Claudio geschafft haben. Und dann ja. Die sind irgendwo anders abgebogen. Ja, aber guck doch mal, wir sind doch den Weg gerade komplett zurückgelaufen. Wir gehen das jetzt einfach nochmal nach hier. Das Problem ist, ich weiß ja, was wir noch für Videos drehen heute in dem Maislabyrinth. Und eins davon wird ganz besonders hart für mich. Wir bleiben nämlich hier, bis es dunkel ist, Leute. Und es kann ja auch nicht sein, dass es jetzt da auf einmal so eine neue Kreuzung oder so gibt. Ich habe jetzt hier drin schon ein paar Leute getroffen, aber keinen von meinen Freunden. Fühlst du dich auch schon so, Eva, wie wenn man immer das Gefühl hat, hier war man schon mal? Ja, sieht halt auch alles gleich. Also gut, wir waren hier auch natürlich schon mal, aber ja, ich frage mich, ob ich schon ein oder zwei oder dreimal hier war. Wir sind, glaube ich, eben links gegangen, ne? Ja. Wollen wir jetzt hier rechts gehen? Wir gehen rechts. Ja. Das war die Gabelung, die wir immer gesucht haben. Nein, Sackgasse. Okay, dann gehen wir den anderen. Dann waren wir hier auch eben schon mal. Vielleicht ist es auch einfach so, dass es keinen Ausgang gibt. Und man, Definitiv. Nee, von da kamen wir doch gerade. Nee, wir kamen von da. Hier sind vier Wege. Ah, eins, okay. Zwei, drei, vier. Dann gehen wir jetzt da lang. Frohgemut geht's weiter. Oh, wer hat denn hier gewütet? Wer hat denn hier gewütet? Hä, kann das sein, dass die anderen alle schon draußen sind aus dem Labyrinth? Vielleicht ist es doch einfach ein Prank an uns und man hat schnell neue Maispflanzen gepflanzt. Nein, die sehen nicht so aus. Aber das sieht aus wie ein guter Haufen. Und ich hab so ungefähr. Ach nee, hier waren wir eben. Haben wir doch die. Nee, doch nicht. Hier waren wir noch nicht. Wir waren hier noch nicht. Ein neuer Weg. Wir haben einen neuen Weg gefunden. Oh, Kathi, ich glaube, unsere Gewinnchancen sind relativ gering. Ja. Mega, mega froh, wenn wir das trotzdem geschafft. Ich finde auch, es macht so viel Spaß. Es ist mir egal, ob wir gewinnen oder nicht. Ich bin jetzt hier gelandet. Ich habe immer noch keine Station mehr gefunden. Aber es könnte langsam mal wieder einen Buchstaben geben. Ach, guck mal, hier sind wir schon wieder an diesem Bambusfeld angekommen. Geht es da etwa noch weiter? Scheinbar. Bambusfeld? Komm, wir gucken Vielleicht mal. Vielleicht gehört das dazu. Ich habe gerade tatsächlich den Eingang wieder gefunden. Und jetzt stellt sich halt die Frage, breche ich ab oder mache ich weiter? Weil ich finde es echt verdammt gruselig. Also es ist nicht gruselig, es ist nicht, dass da drin irgendwas passiert oder so. Aber für mich als jemand, der super schlecht alleine sein kann, tendenziell sehr schnell Angst hat, wenn sich irgendwo was bewegt. Jetzt geht's hier wieder weiter, ne? Ja. Hier waren wir auch definitiv noch nicht. So, und Eva hatte ja schon angekündigt, dass das hier mehrere Kilometer sein können. Und ich habe auch schon so das Gefühl, wir sind jetzt auch schon eine ganze Weile hier gelaufen. Und ich habe gerade das Gefühl, wir laufen gerade wieder zurück. Also wieder in eine falsche Richtung. Ja, wobei das muss ja eigentlich sein, weil irgendwo muss der Ausgang ja auch sein. Ja. Und vielleicht ist der Ausgang auch gar nicht so weit vom Eingang weg. Ah ja, okay. Ich weiß nicht. Breche ich ab oder mache ich weiter? Ich habe auch die anderen noch nicht gesehen, vielleicht sind die alle schon fertig. Obwohl die jetzt auch nicht am Eingang standen. Ich mach weiter. Claudio und René. Ich weiß, ich höre dir das auch. Sie kommen her. Okay, ich erschrecke sie.
Danja, bist du immer noch nicht draußen? Nein, ihr ja auch nicht. Doch, wir sind wieder reingekommen. Warum? Ja, weil wir euch suchen. Ja, und warum fotografierst du dann das ja, hier? Ja, nee, weil wir nochmal fotografieren. Und warum hast du dann gerade gesagt, haben wir noch nicht? Wir sind draußen. Nein, wir haben die Reihenfolge nicht, aber wir sind draußen schon lange. Aber jetzt gehst du bitte weg von uns, sonst wirst du gleich herausfinden, wo der Ausgang ist. Nein, bitte, ich bin total froh, dass ihr euch gefunden habt. Nee, du suchst alleine den Weg raus. Den Weg raus habe ich gefunden, nur die Buchstaben nicht. Achso, die Buchstaben nicht? Ja. Wir sind am Ende wieder hier angekommen. Und die anderen sind nicht hier. Die anderen sind noch nicht hier. Sind wir die Ersten oder was? 22 Minuten und 46 Sekunden. Ja. Ich gucke mal eben, wie viele Fotos wir haben. Wir haben auf keinen Fall alle Buchstaben. Wir haben auf keinen Fall alle Buchstaben, aber wir sind wieder heile aus dem Maislabyrinth raus. Okay, wir werden uns jetzt ein paar Gedanken machen und hoffentlich das Lösungswort auch so ohne alle Buchstaben zusammenreimen. Ich habe jetzt echt gehofft, dass ich mich an Claudia und René dranhängen kann, weil ich einfach Angst habe. Weil die haben mich gerade einfach hier sitzen lassen. Ich hätte einfach abbrechen sollen. Das Labyrinth ist mehrere Kilometer lang. Dementsprechend bin ich auch schon ganz schön aus der Puste, muss ich sagen. Meint ihr, die Jungs haben wirklich schon alle Stationen gefunden? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Wir haben gerade gesehen, da hinten kommen ganz, ganz langsam Claudio und René angeschlichen. Aber die kommen nicht aus dem Eingang. Sondern oder sie... Hey, wie lange seid ihr schon da? Ja, wir schon lange. Wie schnell seid ihr denn? Wir waren nach 14 Minuten durch. Ja, ist doch drin? Danja ist doch drin, ja, sie sucht die ganze Zeit. Und ja, wie lange habt ihr gebraucht? 22. Ja, wir waren gut. Wisst ihr das Wort? Nee. Wir überlegen gerade noch. Nee, wir haben ganz viele Buchstaben. Achso, muss man das in der Reihenfolge machen? Reihenfolge? Ich habe gerade beschlossen, aufzugeben. Ich habe es nicht alles gefunden. Ich gebe auf. Aber die anderen sind schon alle da. Also habe ich wahrscheinlich ganz schlimm verloren. Ah ja, das macht natürlich. Ah, okay. Danja ist auch fertig. So, wir haben uns alle wiedergefunden. Ja, unter anderem auch die Sieger. Ja, ihr beiden. Sie überhaupt gewonnen. Wir haben das richtige Wort. Ja, Wir haben das Wort. Wir haben das Wort. Mittlerweile das wir haben alle Stationen. Weil wir es netterweise verraten haben. Ja. Das wir waren aber kurz davor, es auch selbst rauszufinden. Ich habe es leider nicht rausgefunden. Ich habe jetzt 28 Minuten in dem Labyrinth zugebracht. Wie viele Minuten gebraucht? 14 Minuten und 50 Sekunden. Und wir 22 Minuten und ein paar Sekunden. Und ein paar Sekunden. Ja. Also es ist sehr unterschiedlich bei uns gelaufen. Ja. Aber ich war ja auch viel damit beschäftigt, Angst. Habt ihr euch gar nicht verlaufen? Nö. Wir haben uns einfach verlaufen. Nö. Also wir würden natürlich auch Nein sagen, selbst wenn wir das gemacht hätten, aber nee, haben wir nicht. Warum aber sind ihr beide eigentlich zusammengegangen? Weil wir ein gutes Team sind. Ah, okay. Oh, offensichtlich, weil ihr habt ja auch gewonnen. Ihr habt ja auch gewonnen. Aber man muss echt sagen, das Labyrinth, das ist mega, mega cool. Super, also, hat so Spaß gemacht. Aber wenn ich allein drin gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, ein bisschen Schiss gehabt. Ja, also kann ich bestätigen. Alleine ist das echt nicht ganz ohne. Und wie gesagt, wir drehen ja hier noch ein paar mehr Videos und eventuell wird es auch noch richtig gruselig, Leute. Also schaltet auch da dann wieder ein. Leute, wenn es euch heute wieder Spaß gemacht hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.